Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, weil es gibt neue Musik, ich freue mich. Ja. Aber da komme ich gleich zu in ein, zwei Fragen. Doch, ich frage dich jetzt mal, wie geht's dir denn jetzt gerade? Ich habe immer so, ich wechsle immer so mit der Einsteigerfrage, heute möchte ich gerne mal wieder. Ja, mir geht's sehr gut. Also, wir haben ja vor 2 Wochen genau released, der Ja. Fritz Kerner und ich. Checkerim, mega geiler Song. Und ja, ich bin sehr glücklich, dort der Feature-Gast zu sein, ne? Also, toller Okay. Song. Kommt auch schon gut bei den Leuten an. Also, es wurden viele Tänze getanzt auf TikTok und auch auf Instagram. Und ich habe auch gehört, in den Arabischen Emiraten soll der wohl auch schon mega gehypt werden. Geil, einfach geil. Okay, sehr cool. Ja, besser geht's ja gar nicht, hör mal. Ja, Ja. das ist so das Schöne, wenn man dann so, ne, so ein, zwei Wochen später da mal zurückblicken kann. Und ich meine, es könnte ja auch theoretisch anders laufen, aber ist es ja nicht. Also, Ja. es ist ja wirklich alles positiv. Ich habe auch so ein bisschen Zum gestalkt. Glück. Jetzt auf YouTube war ich unterwegs und habe geguckt. Ja, die Kommentare sind ja wirklich, ich sage mal so, zu 90% positiv, Ja. ne? Und man hat so den Eindruck, es ist ein Sommerhit, ne? Es ist nicht übertrieben, wenn ich das jetzt sage. Nein, es sollte einer werden und es ist einer und es wird sich auch immer, glaube ich, immer mehr zu einem anbahnen. So, Ja, ne? So, ich okay. finde immer, der Sommer ist ja auch noch jung. So, in Deutschland ist er ja noch nicht ganz angekommen. Ja. Und der zieht sich ja über Längen hinweg und auch in den anderen Ländern fängt er auch erst später an und so weiter. Also, das war auch wirklich das Ziel von Warner Music, von Fritz und auch von mir. Also, wir wollen ihn das von jetzt an, das Ganze bis zum Ende des Jahres, ja, hypen, ne? Sehr Das ist cool. das Ziel. Und ich habe gesehen, im Musikvideo, hast du es eben schon angedeutet mit den Tänzen, ne? Also auf TikTok auch und so. Ja. Aber im Musikvideo an sich habt ihr euch so tanztechnisch auch nicht lumpen lassen, ne? Also da wird ja auch ordentlich getanzt. Ja, ich bin ehrlich, ich musste da auch echt ein bisschen für üben. Ich bin ja jetzt kein Tänzer oder Profitänzer, also ich bin wirklich nur Sänger. Und das ja auch schon seit ich klein bin. Aber dann habe ich mir ein paar Tipps geholt von der Tina Rosin. Das ist ja die Choreografin gewesen und auch eine gute Freundin von mir, die ich dann ins Boot geholt habe zu Ja. Checkerin, zu dem Song, das Projekt. Und die hat mich, ja, mir ein bisschen unter die Arme gegriffen und hat mich trainiert, dass ich das dann auch drauf Okay. habe, den Tanz. Also das heißt, das war jetzt schon eine Premiere, ja? Das war eine Premiere, ja, auf jeden Fall. Also früher Okay. habe ich mal ein bisschen Breakdance gemacht in meinen Teenie-Jahren. Irgendwo, na klar, irgendwo ist der Rhythmus schon da und ich liebe es auch zu tanzen, aber so das komplette Profi-Tanzen, das überlasse ich dann lieber anderen. Ja. Und worum geht es dann in dem Song? Weil ich finde, bei Sommerliedern ist es ja irgendwie so, der Text ist ja immer so ein bisschen sekundär erstmal, ne? Also man kommt ja erstmal drauf ab, so ist Ja. es bei mir zumindest. Ich höre erstmal, so gefällt mir das, ne? Bleibt im Ohr. Aber worum geht es denn in dem Lied? Ja, in dem Lied geht es eigentlich wirklich ums Tanzen. Also wir sagen ja Oinayalim Shekerim, das heißt, komm, tanz mit mir, meine Süße, sage ich mal. Okay. So. Ja, also für uns deutsch übersetzt würde es so heißen. Shekerim heißt ja auch, also wenn man es jetzt wörtlich übersetzt, sowas wie Zucker oder Honig, aber ja, man sagt das so in der Türkei, so wie Shekerim, also meine Süße, sage ich mal, ja. Okay. Ich überlege gerade die ganze Zeit, der gab, wie hieß denn der andere? Der hieß doch auch so, ne? Oder der, also nicht genauso wie dein Song, aber dieses Wort, das war Ah. doch bei Tarkan, oder? War das nicht auch dabei? Nee, haben auch viele falsch verstanden, glaube ich. Also Gut, dass das, ich er frage, sagte siehste, ja, glaube ja. ich, irgendwas mit, ja, er sagte irgendwas mit Chickedim oder so. Das Ach, weiß ich siehste, gar guck mal. nicht. Chickedim. So, irgendwie Genau. so ging es. Ja, das Auch hört sich mega für gut. mich zum Beispiel gleich an. Ja. Deswegen ist so. Ja, Okay. das ist halt das Schwierige, ne? Also, das Ja, ist wirklich ja. das Schwierige an der türkischen Sprache. Wenn man da irgendein Wort auch nur anderweitig ausspricht oder auch das I nicht wie ein I, sondern, ne, also da gibt es ja verschiedene Bedeutungen mit dem I, mit Ja. Punkt, ohne Punkt und so. Da muss man genau aufpassen dann, ne? Okay, aber so wie ich Ja. das raushöre, ich meine, du bist ja jetzt immer noch der Junge, der Türkisch singt und kein Türkisch spricht, ne? Ja. Genau so ist es immer, Ja. steht es immer in den Pressemitteilungen. Aber ich höre ja schon raus, du hast dich ja auch sehr doch da mit der Sprache befasst, wenn du mir schon erzählen kannst, da ist ein Eben. Punkt und da ist kein Punkt und da muss man das gucken. Ja. Also irgendwas scheint sich ja da zu tun. Auf jeden Fall. Also so eine Sachen werden mir auch sofort von meinen Fans auf TikTok und so mitgeteilt. Ne, wenn ich da irgendwie mal Fehler mache, gar nicht bösartig. Die meinen, also die Ja. sagen, das sind alle richtig lieb und wollen mir da helfen und sagen mir dann so, ja, das I musst du zum Beispiel dann eher so aussprechen oder hier musst du aufpassen bei dem S mit dem Strich unten. Das ist dann das Sch, als wie bei Checkerin. Ne? Ja, Ja. also
Genau, ich bin da auf jeden Fall hinterher. Ich bin da wirklich wie so ein kleiner Nerd und lerne die ganzen Texte und dann übersetze ich mir das ja immer, ne? Dass ich das hundertprozentig verstehen kann. Aber klar, kleine Fehler schleichen sich immer ein. Ich finde, das ist aber auch menschlich und das macht mich ja auch aus, ne? Das darf man nicht Ja, ich meine, vergessen. klar, du bist ja letztendlich, bist ja kein Muttersprachler, ne? Ja, Also das muss man sich ja auch genau. nochmal so, ja. Ja, ich Aber glaube, ist es das denn das, verzeihen die Leute auch. Das ja, verzeihen sie das mir glaube auch. ich auch. Aber ist es Ja. denn das Ziel so auf lange Sicht gesehen, dass du das auch wirklich so verstehen möchtest, was du da singst, oder? Ja, also auf jeden Fall verstehen tue ich das auch wirklich immer. Also, weil wenn ich einen Song cover oder auch selber schreibe, also ich schreibe auch jetzt recht viel türkische Songs, ne? Auch mit Ja gut, Hilfe dann von. musst du ja. Ja, und dann will ich das auf jeden Fall verstehen, was ich da singe, zu 100%, damit ich das wirklich fühlen kann. Das ist mir ganz Ja. wichtig. Aber so mich zu unterhalten, ja, klar, das ist so wirklich ein Wunsch und ein Traum von mir in der Zukunft, aber das ist schon schwierig, ne? Also, es wäre mein Wunsch und ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Vielleicht in 3, 4 Jahren kann ich dann bestimmt auch mal türkische Interviews geben. Das wäre so mein Wunsch in der Türkei, Ja, ne? sehr cool. Ja, ich Ja. glaube auch, also dadurch, wie du hast ja auch gesagt, in Emiraten und so weiter und Türkei und so, also dadurch, dass Ja. du ja quasi, ne, die Sprache sprichst, ich denke mal schon, dass die Leute dann darauf aufmerksam werden, ne? Natürlich, ja. Also da klopft schon der ein oder andere an der Tür und auch türkische Produzenten und Labels und so. Also da wird noch einiges kommen in der Zukunft. Also auch an eigenen Songs von mir, das wird super. Sehr cool. Ja. Ja, ich hatte vorhin, also du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber ich möchte dich trotzdem nochmal fragen, weil du hattest gesagt, dass die Reaktionen, die sind ja auch sehr positiv, ne? Aber wie ist Ja. es denn, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen neuen Song rausbringst, jetzt zum Beispiel den Sommerhit und oder wenn du selbst geschriebene Songs rausbringst und weißt genau, okay, ich singe jetzt in der Sprache, das ist eigentlich nicht meine, ist man da so ein bisschen aufgeregt, weil man denkt so, boah, was denken die anderen so nach dem Motto? Also die Ja, anderen, also. die diese Sprache eigentlich als Muttersprache sprechen, das meine ich. Ja, also man ist immer aufs Neue wieder aufgeregt, wirklich. Also Ja? weil man hat halt immer irgendwie nochmal natürlich ein bisschen Angst, oh, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Und wie kommt das jetzt bei bei den wahren Türken an, sage ich mal, ne? Aber bei mir ist das ganz wichtig, und das wissen auch meine Fans, wenn ich singe, das Herz steht an erster Stelle bei mir und die Gefühle. Und deswegen denke ich mir dann, okay, wenn ich wirklich mal irgendwie was Falsches ausspreche oder so, dann war ich wenigstens mit dem Herzen dabei und das ist mir ganz wichtig, dass sie das spüren. Und so kommt es auch bisher immer rüber. Ja, sehr Also cool. die Reaktionen sind meistens wirklich positiv. Und ja, das war jetzt ja auch mal eine ganz andere Seite von mir, ne? Deswegen, also so ein bisschen türkische Pop ist das, Ja. der nennt sich das ja. Und ich habe auch bewusst dort eingeschlagen, ne? Also damals bei Fritz und Warner, weil ich auch mal diese Seite von mir zeigen wollte und nicht immer nur dieses balladige, ruhige, melancholische, was ich natürlich vom Herzen liebe und dafür lebe ich. Aber ich möchte auch mal diese Seite zeigen und vielseitig wirken. Ne? Okay. Also noch eine Premiere, nicht nur getanzt, sondern auch. Ja, Es war das erste tatsächlich. Mal dann Also, Richtung Pop, ne? ja, ich habe, also sowas Schnelles habe ich mich auch vorher noch nie getraut. Und dann direkt auf Türkisch. Von daher war ich auch umso mehr gespannt auf die Reaktion meiner Fans. Ne? Also wie die Ja. das jetzt sehen und ob die da auch hinterstehen und so. Aber bisher ist ja wirklich alles gut verlaufen zum Glück. War das denn schwieriger dann, wenn du jetzt sagst, ein anderes Genre nochmal? Also einfach in Anführungszeichen jetzt nur, weil es schneller ist oder weil du sagst, da fühle ich mich erstmal noch nicht so zu Hause? Oder warum war das anders? Ja, also na, es war nicht schwieriger, aber der Fritz hat mich schon gut eingearbeitet, da würde ich sagen. Weil wenn ich sonst Songs lerne oder singe, dann setze ich mich wirklich an meine Gitarre und dann, ja, dann ist das nach 10, 20 Minuten drin und dann, wie gesagt, dann fühle ich einfach und dann geht das von selbst. Aber Ja. so eine schnellere Nummer, ne, das ist ja wirklich so Pop oder R&B oder so, also das geht ja richtig Abtempo nach vorne auch, ne? Da muss man sich dann, ja, das ist einfach was anderes. Das ist schwierig zu erklären, aber da hat mich Fritz im Studio schon gut begleitet, wirklich. Und ich Okay. hatte ja auch noch ihn an meiner Seite, das darf man nicht vergessen. Also ich singe das ja nicht allein, sondern Fritz singt ja auch, ne? Also Ja. wir haben uns da gut gedoppelt, sage ich mal. Also das war ja, genau, das war jetzt auch so eine Frage gewesen, wie war denn die Zusammenarbeit zwischen euch zwei? Weil man denkt ja immer Ja. so bei Künstlern, weißt du, das sind so zwei Mhm. Charaktere. So auf der einen Seite hast du halt den und auf Ja. der anderen Seite hast du den und die müssen sich ja irgendwie da zusammenwuseln. Ja, wie war es Ja, denn? da muss ich gerade lachen, weil ich glaube, wenn Fritz jetzt hier neben mir sitzen würde, würde er auch nur lachen. Das Ding ist, also es war wirklich ein Auf und ein Ab der Gefühle, weil Fritz, oder ich sag mal, ich bin dem Fritz
Recht ähnlich, sagt er mir auch immer. Also Okay. manchmal sagt er auch irgendwie, dass ich irgendwie so ein kleiner Sohn bin, weil ich ihm irgendwie ja, an ihn selbst erinnere in seinen jungen Jahren. Na, er war ja wirklich ein krasser Typ und ist es immer noch. Ich meine nur, er hatte ja krasse Zeiten mit Modern Talking, Blue System, ne? Und er Ja. ist wirklich ein ja, angesehener Deutschkünstler und Produzent, ne? Was er Ja. da in den 90er Jahren so geleistet hat. Und ja, aber gleichzeitig, er ist halt wirklich ein Künstler schlechtweg hin, ne? Also genau wie ich. Also wir sind halt zwei Künstler, wie du es sagtest. Und ja, wenn zwei Künstler aufeinandertreffen, dann ist das manchmal nicht so einfach. Aber im Endeffekt, ja, die Liebe zur Musik ist dann einfach stärker und dann haben wir uns wieder zusammengefunden. Also selbst wenn es mal irgendwie kurze Reibereien gab oder so, würde ich jetzt gar nicht so hart nennen, aber dann haben Nee, wir uns aber ich wieder weiß, ja, zusammengefunden. ich Das weiß, ist wie du so. meinst, Und ja. Fritz hat das auch super gesagt. Er meinte, ein guter Song oder auch ein Hit kann nicht einfach so entstehen, dass immer alles schön und harmonisch und gut ist, sondern der braucht auch Höhen und Tiefen. In der Zusammenarbeit und auch in der Entstehung des Songs. Und das hat er super gesagt. Wir haben ja wirklich ein bisschen länger gebraucht, auch, ne, wenn man das mal kurz sagen darf. Also wir haben ja schon fast ein Jahr vorher gearbeitet. Ja, bis Letztes Jahr im jetzt Sommer ist das. quasi. Ja, letztes Jahr im Sommer ist das alles passiert, wo er mich entdeckt hat und so. Ja, sehr cool. Ja, das, genau das habe ich mir nämlich gedacht, wie du sagtest, der macht das ja auch nicht seit gestern, ne? Und dann ist es ja Eben. oft so, dass man Eben. so, ne, Ja. so zwei, diese starke, ich habe die ganze Zeit so diesen, dieses Bild total weit hergeholt jetzt, aber dieses Bild Til Schweiger und Didi Hallervorden, als die zusammen gespielt haben, da haben die nämlich genau dasselbe Ja. im Interview gesagt, so nach dem Motto, so Das ist zwei schon krass. Charaktere, so was machst du jetzt damit, Ja. ne? So, Es ja. gibt bestimmt. Irgendwann kriegen wir auch nochmal den Fritz. Also dann kriegst du auch noch den Fritz mit mir gemeinsam bestimmt. Und dann wirst du sehen. Also das ist auch ein richtig lieber, sympathischer, herzlicher, aber auch lustiger Kerl. Ne? Also für Ja. mich auf jeden Fall. Und deswegen war die Zusammenarbeit für mich auf jeden Fall sehr schön. Und ja, im Großen und Ganzen wirklich toll. Und ich bin auch immer noch sehr zufrieden, dass ich da nicht eingeschlagen habe. Und ich bin sehr stolz, dass er mich entdeckt hat. Ne? Ja, sehr cool. Ja, also dass er auch mich aus diesen ganzen Fischen, sag ich mal, rausgepickt hat. Ne? Also, Ja. weil er hat ja wirklich speziell nach einem türkischen Sänger gesucht, der das wirklich lebt und liebt. Und da hat er mich dann über TikTok und Instagram entdeckt, mich angeschrieben, angerufen und dann führte das eine zum anderen. Ja, das ist ja das Krasse, weil wie du sagst, es gibt ja so viele, ne? Also ich meine jetzt nicht nur Ja. türkische Sänger, es gibt ja so viele Künstler gerade, die da irgendwie Genau. versuchen, ne? Und Er genau, hätte gehört auch ein ja, bisschen Glück dazu, klar, und Talent. er hätte jeden können. Jeden nehmen können, aber er meinte, er wollte nur mich und darauf bin ich wirklich sehr stolz, also auf diese Worte aus seinem Munde zu hören. Und das Ja, sagt er auch glaube bis ich. heute. Ja, cool. Ja. Und jetzt mal angenommen, man möchte sich den Sommerhit und andere, ich meine, ich will jetzt nicht nur alles auf diesen Sommerhit produzieren, denn du hast ja eben Ja. ganz, ganz viele andere Sachen noch, aber mal angenommen, man möchte dich live sehen dieses Jahr, gibt es da irgendwo eine Möglichkeit? Ja, also jetzt demnächst, ich glaube, in 3 Wochen in Stuttgart werde ich sein. Da Okay. gebe ich, genau, da gebe ich ein Konzert. Dann ist auch noch mal in München was geplant und auch in Berlin. Also sicherlich dann auch noch mit Fritz zusammen in Berlin dann. Okay, also einmal Aber quer durch, ja. von München bis. Ja, und dann war ich ja auch erst in Hamburg auch. Im eigenen Konzert ist Ja. auch. Ja, und da werden wir dann auch sicherlich Shake It Umsingen. Das wird cool. Ja, ich Also gehe wird dann auch schwer mal davon live. aus, Ja. 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 Also dann hört man den auch mal so wirklich live aus. Akustisch vielleicht auch mit der Gitarre mal eine ganz andere Version davon. Ja. Das wird Hammer. Aber das heißt, du bist trotzdem, ich glaube, so richtig los ging es ja bei dir wirklich über TikTok, ne? Also über so soziale Ja. Medien und so weiter. Aber das heißt, dem wirst du, egal was kommt, weiterhin wohl treu bleiben, oder? Also den sozialen Und, Medien, dass man da. ja, hundertprozentig. Also, das wird jetzt, das ist diese, also diese Checkerin-Nummer, diese Pop-Nummer, sag ich mal, ist schon eher eine einmalige Sache. Auch um den Leuten zu zeigen, was ich noch so kann und dass ich auch anders kann. Und jetzt die nächsten Lieder von mir werden wirklich wieder so, wie die, ja, wie meine Fans mich lieben und kennengelernt haben. Ruhig, balladig, aber auch so ein bisschen türkische Rock nennt man das, also so Indie-Rock, ne? So, ja, das ist einfach, da fühle ich mich mehr zu Hause. Und ich finde, das bin ich auch meinen Fans und Followern schuldig, dass sie jetzt auch sowas dann kriegen, ne? Ja. Nach und Ja, ich nach. habe auch das eine oder andere Mal gelesen, dass sie sich gewünscht hätten, dass du zum ESC gegangen bist. Stimmt das? Ja, das hatte der Fritz tatsächlich auch gesagt. Also, Ah, okay. genau. Nur ich glaube, dass die Türkei ja irgendwie leider nicht mehr antritt.
Das war nämlich das. Stimmt, waren die dabei? Nee, waren die nicht, ne? Aber du könntest ja für Genau, Deutschland, ich meine, man Ausfliegen. muss ja nicht in seiner Muttersprache sein, du Ja, kannst doch für Deutschland antreten. Du hast genau, nicht, ja, also. man weiß nicht, wie die Ausgangssituation ist. Wir haben ja jetzt die Ja. 7 Jahre nicht so ganz, aber wer Also, weiß. wir sind da auf jeden Fall offen für und ich denke, dass da tatsächlich auch Fritz und Warner Music dran sind. Ja, Ja. also, wer weiß, also, das ist ja. Dieses Jahr ist das wieder, ne? Ja, doch. Dieses Jahr war es. Wir Es waren war, letzter. okay, dann vielleicht. Wieder letzter. Ja, Deswegen entschuldige. sage ich, die Dann. Ausgangssituation ist nicht Ja. so gut, wenn man, glaube ich, für Deutschland ins Rennen geht. Aber ich meine, es gab ja auch andere Beispiele. Von daher wollen wir jetzt gar nicht schlecht reden. Ja, dann nächstes Jahr vielleicht. Genau, Also, nächstes Jahr. ich weiß nicht, ob man das darf oder ob der Song sehr frisch sein muss. Aber ja, ansonsten nächstes Jahr. Oder wir bringen dann nochmal einen Song raus. Ich wollte eben Also, sagen, ich setze dich nochmal hin und schreibe es ja. nochmal ein. Mein Gott. Auch wie gesagt, auch wenn ich gesagt habe, dass das jetzt erstmal bei einer einmaligen Sache bleibt, ich bin natürlich weiterhin offen für Poplieder, ne? So ist das nicht. Also. Ja, sehr cool. Ja, Dann lass uns also. das jetzt nochmal abschließen. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Live-Auftritte gesprochen, aber am Ende, ich mache immer so einen Ausblick, ne, auf dieses Jahr jetzt. Wir haben jetzt Ende Mai, heißt sie noch ein paar Monate Zeit. Was Ja. planst du? Was darfst du mir schon erzählen? Wo geht's hin? Wo geht die Reise hin, genau? Also, ich bin auf jeden Fall aktuell echt sehr fleißig im Studio und am Texte schreiben mit meinem türkischen Kumpel und meinem Bruder. Da können sich die Leute auf Songs freuen, also auf Songs, wie sie mich kennen, was ich eben gesagt habe, Okay. also was sie sich wünschen. Ja, und da sind auch, wie gesagt, auch noch andere Künstler mit mir am Werk, auch türkische Künstler, und da kann man sich drauf freuen. Viel darf ich da leider noch Okay. nicht verraten. Okay, aber dann wissen wir schon mal Bescheid, in welche Richtung es ungefähr geht. Das heißt, Ja. weiter followen und liken und gucken und machen und tun und dann sehen wir dann Ja, auch die neuen unbedingt. Lieder. Unbedingt. Also ich bin da ja mega aktiv und ich will meine ganzen Leute da auch mit auf diese Reise nehmen, weil für mich ist das ja mega aufregend, all die neuen Eindrücke, was ich so erleben und mitnehmen darf. Und ich will halt wirklich versuchen, meine ganzen Fans über Instagram und TikTok damit ja mitzunehmen auf dieser Reise, ne? Weil auch für mich ist das was mega Neues, dass ich den Tanz in Öffentlichkeit tanze und Shakerim singen darf und ja, alles, was noch kommt, das ist wirklich wundervoll. Und mein nächster Traum ist wirklich auch in Istanbul dann singen zu dürfen. Das wäre dann, glaube ich, ja, das ist so, glaube ich, das Ja. Highlight dann, ne? Ja. Genau. Oh Mann, ey, hör mal, dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du da gar nicht mehr so lange drauf warten musst, weil ich glaube nicht, dass die Frage ist, ob, sondern ich glaube nur wann. Also so wie sich das an, Ja, so wie sich das ich gerade wünsche es so, ja mir. doch, ich glaube, das wird. Ich glaube da auch ganz fest dran und man muss auch wirklich dran glauben, sonst wird es nichts. Ja, Ja. also man muss immer optimistisch bleiben und seinem Ziel, ja, weiter geradeaus verfolgen. Das ist wirklich Ja. sehr wichtig. Das kann ich auch nur jedem Super. als Tipp mitgeben.